Jetzt bei Peter angekommen. Und hier ist die Flo. Du stehst schon da, weil du hast was entdeckt. Du hast, ja, hast was fantastisch. Den Peter Backstein. Den Peter Backstein. Das ist wirklich, das ist eine schöne, interessante Flo. Hier ist das Office. Hallo. Hallo. Sind wir richtig bei Peter? Ja. Bist du die vom Freiwilligen Sozialen, nee, Ökologischen? Vom Mufti. Vom Mufti? Du, was ist Mufti? Vom Mufti. Was ist Mufti? Bundesfreiwilligendienst. Vom Bundesfreiwilligendienst. Ich wollte zu Peter. Bin ich trotzdem richtig? Ja. Ja, komm ich mal rein. Ne? Wir sind live backstage bei Peter. Heißt es eigentlich Peter? Hier ist der Chef, den Konrad. Oder heißt es Peter? Eigentlich Peter. Peter. Auf jeden Fall. Wie sagst du dazu? Peter. Peter. Wie sagst du dazu? Sag Peter. Peter. Also, jeder sagt das anders. Aber auch ganz offiziell, es ist ja Englisch und heißt ja People for the Ethical Treatment of Animals. Und deswegen könnte man Peter sagen, dann bleibt es halt Englisch. Oder man sagt halt Peter, weil man halt Deutsch weil man halt in Berlin sprechen wird, möchte. Und wird man immer gefragt, welcher Peter eigentlich? Ja, oder bei Peter wird man gefragt, das Brot? Gibt's ja beides. Also Peter, das Brot? Also da sind wir schon beim Thema, wollt ihr Menschen essen? Wollt ihr den Peter essen? Nein. Wir wollen keine Animal Lovers. So, heißt das, soll das heißen, dass ihr gerne knuddelt? Knuddelt so gerne mit Tieren? Auf jeden Fall. Was für Tiere knuddelst du am liebsten? Eigentlich alle. Schwertwale. Schnecken? Schildschnecken. Wenn es geht, da muss man ein bisschen aufpassen. Igel. Nein, da geht es natürlich bei uns überhaupt nicht drum, sondern es geht bei uns darum, dass wir sagen, wir sind also Animal Lover ja schon, aber darum geht es gar nicht. Eigentlich geht es darum, dass wir da sozusagen Tiere mit Respekt behandeln und sagen, Tiere haben Rechte und wir sollen sie nicht essen, anziehen, ausnutzen, etc. Man muss sie dazu gar nicht lieb haben. Das ja, mit anderen Menschen habe ich auch nicht lieb, finde trotzdem doof, wenn die nicht getötet werden. Sehr richtig. Wenn man nur das schützen würde, was man lieb hat, dann wäre schlecht. Auch in der Architektur, dann gäbe es viele Gebäude nicht mehr. Weil auch hässliche Gebäude. Es gibt auch sehr hässliche Gebäude. Aber du hast ein Team, auf das du dich verlassen kannst, das versteckt sich gerade hinter dir, dein Team. Du bist vom PTA Street Team. Peter 2, bitte, ganz wichtig. Peter 2 bedeutet, genau, wir sind die Jungen, die coolen. Genau, die Jugendkampagne von Peter Deutschland. Genau, die Alten, das sind die mit den grauen Bärten. So, und ihr geht immer auf die Straßen raus, genau. Vom Street Team. Genau, wir machen. Bin ich eigentlich auch mit dem T-Shirt cool? Auf jeden Fall, das ist ja auch ein Peter 2 Hoodie. Wie sagt ihr jungen Leute? Das wissen wir nicht. Wir sind alt, wir haben Brillen. Du versuchst halt auch ein bisschen jung zu bleiben. Ja. Ich habe das aufgegeben, aber. Wann denn? Ja, von 2 Monaten. Von 2 Monaten? Was macht ihr als Street Teams? Wir machen Demos zum Beispiel, ganz viele. Wir machen Infotische bei dir zum Beispiel. Auf Festivals sind wir auch unterwegs und ja. Was wir uns immer fragen, was hat es mit Agathe dem Huhn auf sich? Agathe das Huhn ist quasi auch ein Aktivistenhuhn. Das natürlich auch immer mit auf die Straße. Ist das befreit worden? Oder? Ist quasi befreit worden und demonstriert für die Mithühner. Genau, weil nämlich, wenn ihr euch mal überlegt, Eier zu benutzen, wenn ihr Vegetarier seid, ist auch nicht so besonders toll, weil da besonders viele Tiere abgefuckt werden vom Käfig halt des Scheiß. Obwohl genau. Wir ja gerade tapfer im Europaparlament. Ist das auch ein Hut? Ist das Agathe? wir haben dafür zumindest den ersten Schritt gemacht, dass das ein bisschen besser wird. Ne? Mal sehen, kommt das durch? Kaninchen. Dagegen kann das Kaninchen nicht mehr durch Käfig-Qualzuchthaltung gehalten werden. Kommt es durch? Wissen wir nicht, müsst ihr euch darum kümmern, muss man euch mal juristisch rangehen. Aber du bist nicht die Juristin, du bist die vom Street Team. Und du, hier ist dein Geheimnis. Hier ist mein Geheimnis. Verrat uns dein Geheimnis. Unser Geheimnis ist unser ganzes Infomaterial, womit wir auf die ganzen Themen aufmerksam machen. Zum Beispiel Grillzangen. Genau, zum Beispiel. Wir haben gehört von Rummelsnuff, dass man, wenn man grillt, eigentlich die Würstchen mit der Hand besser umdreht. Das ist cooler. Ist das so? Hat der Rummelsnuff gesagt. Wie siehst du das? Ich verbrenne mir ungern die Finger. Du verbrennst ungern die Finger. Deswegen gibt es von Pitay, gibt es also von Hand. Von Hölzern, von echten Tropenholz. Tropenholz-Grillzangen. Was habt ihr noch? Aufkleber. Genau. Viele, viele Aufkleber. Weißt du eigentlich, wer das als erstes gesagt hat? Wahrscheinlich du, weil du das fragst. Das stimmt. Ich bin der Erste, der das gesagt hat. Und dann ist ja ein schöner Aufkleber draus geworden. Genau. Wer hat sich das ausgedacht? Ich glaube, das war der Peter 2-Chef Hendrik. Der Hendrik, der heute nicht hier ist, die sind nämlich alle schüchtern. Wie kommt das eigentlich, dass keiner von euch für die Kamera will, obwohl ihr draußen mit den Leuten zum 80 Milliardsten Mal erklärt, dass ihr nicht nur Steine, Salat und Sand esst?
Das ist, ich weiß nicht, Kamerascheuness. Ich glaube, das ist nicht wirklich rational zu erklären. So. Ja, wenn also, jetzt jeder so eine Rampensau wäre wie du. Genau. Das wäre auch nicht schön. Für die Welt. So, wir spielen das jetzt mal. Ja. Also, guten Tag, ich bin hier bei der Veranstaltung von Benecke und ich wollte eigentlich nur was über Leichen hören, über Kriminalistik und so. Das sieht mal so aus. Ja, genau. Was machen Sie denn hier? Ja, wir stehen hier, weil Marc Benecke auch Veganer ist übrigens und uns so nett war, uns einen Stand hier zu genehmigen, dass wir ein bisschen was darüber erzählen können, dass Tiere für tierische Produkte mega leiden und das total kacke ist. Aber Tiere haben doch gar keinen, so die spüren doch gar nichts. Das ist ja nicht wahr. Also es ist erwiesen, dass Tiere Schmerzen fühlen, genau wie wir. Und sie fühlen auch sowas wie Glück. Oh, das ist so, oh Gott. Ja, doch. Ich so total, ja. Doch, total. Ja. Da sieht man noch, gibt es auch die Videos, wo die Kühe rauslaufen. Ja, genau. Also alle möglichen Tiere. Ja. Genau. Also die fühlen Angst, die fühlen aber auch Freude. Also es ist total wichtig. Wir wollen ja auch nicht, dass wir die ganze Zeit nur in Angst leben und am Ende dann auf der Tod stehen. Aber ehrlich gesagt, mein Würstchen ist halt mein Würstchen. Was hat das mit dem Tier zu tun? Naja, es war ja mal ein Tier. Schmeckt mir halt gut. Aber ist mir so in dem Moment egal. Kann ich nicht drauf verzichten. Braucht man ja auch nicht drauf verzichten. Es gibt ja ganz tolle Alternativen dazu. Alternativen? Was denn für Alternativen? Ja, beispielsweise ganz viele tolle Würstchen aus Seitan. Oder also es ist Weizengluten oder aus Tofu. Das schmeckt auch nach Pappe. Nö, es kommt immer darauf an, wie man es würzt. Fleisch schmeckt ja erstmal auch nach nicht viel, wenn man da keine Gewürze dran packt. Und Details dazu finden Sie im Bildmarker. Also Leute, also es ist total einfach, ne? Eigentlich ist es total einfach. Fragt man sich eigentlich, warum man das immer wieder von vorne erklären muss, aber ist halt so. Aber manche Menschen brauchen ja auch ein bisschen länger, ne? Genau. Siehe Dr. Marc Benecke. Siehe Dr. Marc Benecke, der war auch noch lange Vegetarier gewesen. Ja, das stimmt. Ja, es gibt Dinge, die ändern sich. Some things change, others don't. Die hier ändern sich. Genau. Glaubt ihr, dass in sagen wir mal 50 Jahren das Thema dann endlich mal vom Tisch ist? Oder ist das Brett zu dick, um das zu bohren? Ich weiß nicht, ob es jemals vom Tisch ist. Es gibt ja immer noch mit Kannibalen zum Beispiel. Da ist das Thema auch noch nicht auf dem Tisch. Ja, gut, okay. Nee, aber ich meine jetzt. Klar, also ich glaube schon, dass wir uns in 50 Jahren sehr viel weiterentwickelt haben und es sehr viel mehr Veganer gibt. Ganz realistisch glaube ich, dass dieses Ganze, also Tierrechte wird immer ein Thema sein, weil Leute halt einfach nicht das Gefühl haben, dass Tiere in vielen Belangen, uns geht es ja nicht auch nicht um irgendwie Wahlrecht oder sowas, sondern eher um körperliche Unversehrtheit etc. pp., dass da viele Leute denken, dass Tiere haben das nicht verdient. So, da wird noch viel passieren, viel zu tun sein, aber ich glaube, was so Fleisch und tierische Lebensmittel angeht, das wird so, wie es jetzt gemacht wird, nicht lange funktionieren und da wird dieses ganze Laborfleisch wird eine viel größere Rolle spielen. Ich glaube, dass das eher die Zukunft ist und was natürlich super ist, weil dadurch schon mal ein paar Milliarden weniger Tiere pro Jahr geschlachtet werden. Und extrem viel, wirklich extrem viel Energie gespart wird. Absolut. Wasser, Ressourcen, Energie, Fläche, Pflanzen, das ist wirklich wenn es nicht so langweilig wäre, wie du schon gesagt hast, sollte man das eigentlich noch viel mehr in den Vordergrund stellen, dass man wirklich was Gutes tun kann, nämlich dann halt auch ganze Lebensraumsysteme schützen kann. Ne? Wirklich halt Wahlrecht, habt ihr das gehört? Wahlrecht? Ohne Haar natürlich. Wahlrecht für Tiere. Guck mal, vielleicht möchte er ja auch ein Wahlrecht. Ist das die Tina? Das ist Tina. Auch von Malle kommt die. Tina aus Malle. Tina das ist Tina aus Malle, die trinkt ja genau. Trinkt auch nur aus so Plastikeimern mit Strohhalm drin. Leider ja. Gib dich mal raus aus hier. Wurst macht Tiere traurig. Ich bin keine Maschine. Das bezieht sich nicht auf den Sänger der Pudis. Das hat damit nichts zu tun. Versteht jetzt keiner. Hier sind die... Du auch. Ihr macht schon wieder zwei soziale Medien. Was sind soziale Medien? Gibt es auch unsoziale Medien? Ja, Eisig ist auch asoziale Medien. Was macht ihr? Müsst ihr Dinge, du hast da gerade was auf dem Bildschirm. Was machst du da gerade? Ja, das bei uns im Instagram. Ax ist ja gerade mit einer neuen Kampagne rausgekommen, die irgendwie You Got Something heißt und die da irgendwie so auf Individualität von den Menschen gehen und sowas alles. Und wir haben das aufgegriffen, weil die ja immer noch Tierversuche machen. Und da sieht man jetzt die Kommentare. Wer macht Tierversuche? Instagram? Instagram nicht, Ax. Ach so, ja, ah, genau. die Firma, die Schokoladendeo herstellt und sowas. Genau, Checker Wawa und so. Die haben diese neue Kampagne und die haben wir halt einfach aufgegriffen. Und jetzt blast ihr das ins Netz raus? Ja. Okay, verstehe. Und wie geht ihr denn damit um, dass dann, wenn mal rumgehatet wird, gibt es ja im Netz auch mal, macht ihr das dann so mit Coolness oder mit frechen Sprüchen oder mit Aufklärung Gips. Und Ruhe? Guten Gips. Ja? Ja. Ah, okay, verstehe. Ja. Mit Gips, also mit F, ne? Nicht zurückgeben, sondern Bildchen. Beides. Ja, man mag gar nicht, dass ihr so hart drauf seid und zurückgebt, aber muss man manchmal.
Naja, also ich meine, wir haben ja auch eine extreme Meinung und da kommen natürlich andere extreme Meinungen dazu. Und da müssen wir einfach dann gut drauf reagieren können. Aber ich finde eure Meinung eigentlich überhaupt nicht extrem. Also, dass man anderen Lebewesen nicht wehtun soll, das finde ich jetzt eigentlich eher, sagen wir mal so, wie eigentlich müssten alle Christen zustimmen und einfach irgendwie alle. Also, warum findest du das extrem? Ich selber finde es auch nicht extrem. Ja. Ich bin ja auch vegan. Ich bin auch dagegen, dass irgendwie alle Tiere, also ich bin dafür, dass alle Tiere auch das Recht haben zu leben und ein Recht auf Unversehrtheit haben. Aber viele da draußen denken halt trotzdem immer noch, vegan wäre extrem und dann gibt es halt ganz viele Gegner und die haben wir täglich auf unseren Seiten und mit denen schlägt sich die Lisa rum, ja. Und beantwortet dann halt Fragen und freche Sprüche manchmal. Fleischbilder. Genau, Fleischbilder. Was ist ein Fleischbild, wenn Lady Gaga ihr Kostüm trägt? Oder? Ja, das ist... sind dann eher so Steaks und Koteletts, die dann irgendwie einfach drunter gepostet werden unter irgendwelche Sachen von uns. Das posten die Leute euch? Ja. Wenn wir jedes Mal einen Schnaps trinken würden, wenn das passieren würde, dann würden wir irgendwie so um 12 Uhr mittags schon auf dem Boden liegen, weil das kommt sehr oft vor. Ach so, interessant. Ja, Kinder, so sieht's aus, Backstage bei P-Tay. Hier, was? Ja, das wollten wir vorher nicht zeigen. Kann man schon was sehen? Steht da. Hier gemeinsam. Für Tierrechte. Tschüss aus dem Lager von P-Tay. Tschüss.